Bis zu seinem Unfall studierte der junge Mann an der Universität von Taipeh. Dann kam er in den Stromkreis. Beide Arme und das rechte Bein mussten amputiert werden. Durch eine zweijährige Ausbildung beim bekannten taiwanesischen Künstler Ah Soon Woo wurde aus ihm eine selbstständige Künstlerpersönlichkeit. Er liebt die Genauigkeit in den Porträts genauso wie die Großzügigkeit bei Bildkompositionen. Auf die Arbeiten dieses Malers wirken sowohl europäische als auch moderne fernöstliche Malschulen und Techniken ein. Seine künstlerische Leistung weiß auch die First Lady von Taiwan zu schätzen.